Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Transport Fever 2 natürlich. Mit ja, dem freien Modus. Ich habe alles auf Maximum gestellt. Die Map ist gemäßigt. Das mache ich jetzt einfach mal als erstes. Und mache dann noch, was ist zuerst Amerika und dann auch noch Asien und ja, Ozeanien und so. Und jo. Die Map haben wir im Kampagnen-Let's Play Part 1 angefangen, am Schluss noch, weil die erste Kampagnen-Mission ein bisschen kürzer war. Und ja, sie ist sehr gut ausgefallen, es gibt sehr viel Wasser auch. Leider geht nicht mehr Wasser, ich hätte schon gerne so ein bisschen schweizerisch gehabt und auch die Alpen, also die Berge ein bisschen höher. Aber ja, sieht sehr gut aus und ja, wir beginnen mal. Mit einer Zuglinie, denke ich mal. Der Wald sieht auch sehr speziell cool aus. Ich freue mich riesig. Das wird sehr schön aussehen, was wir hier gestalten können. Es wird immer ein bisschen schwieriger sein, aber ich wollte einfach alles mal Maximum machen. Ich hätte sonst auch ein bisschen weniger Maximum gemacht. Nur weil es eventuell ein bisschen zu viel Berge gäbe oder so, aber es ist nicht so rausgekommen. Ja. Finde ich richtig toll. Ja, die Fabrik ist auch noch verbunden. Wunderbar. So, wenn ihr ein bisschen Tutorial wollt, wie das Spiel funktioniert und so, schaut mein Kampagnen-Let's Play an, das gleichzeitig läuft und auch immer gleichzeitig kommt. Wenn ihr natürlich noch mehr Lust habt, kann ich auch eins von beiden ein bisschen öfters bringen, das andere ja auch gleich oder weniger oft. Und jo, es ist eben ein wunderbares Spiel. Ich könnte den Ton noch ein bisschen lauter stellen, habe ich so das Gefühl. Ich höre die Musik jetzt nicht mehr so laut, weil ich einfach das auch ein bisschen vorsichtig gemacht habe, weil sonst hört ihr mich ja nicht mehr, wenn es zu laut wäre. Mache ich doch wieder ein bisschen lauter. Und ja, und sonst eben kann ich gerne noch ein bisschen. Ich denke so, also lauter will ich es jetzt nicht machen, sonst stört es euch eventuell und so weiter. Gut, also wir haben eine Linie gemacht. Wir machen hier die Verbindung. Jo, ich spiele immer mit Geld. Es spielen viele nicht mit Geld. Ja, machen wir Oster. Heaven, okay. Oster Heaven. Aber machen wir einfach mal Oster und Old. Wird es wahrscheinlich auch nicht zweimal geben. Zug. Personenzug 1. So, und jo, dann holen wir noch einen Zug. Wir haben eben ein 1850, also noch ganz gering, wir können noch nicht so viel auswählen. Ich habe das aber so gemacht, dass ich da alle Wägen eigentlich hätte. Weiß es gar nicht, ob das jetzt wirklich so ist, es ist einfach ausgegraut, oder? Ich habe jetzt nämlich nur einen Zug. Kann man das gar nicht machen, dass man dann einfach von jedem Szenario-Typ dann die Züge hat? Oder ist es einfach bei den Bussen so? Ja, werden wir gleich sehen. Ich muss ja noch kurz da eine Straße hinbauen. Und zwar machen wir das eben so ein bisschen geschwungen. Also ich glaube, das zum Beispiel. Ist dran, man sieht es, die Linien sind verbunden. Und ja, dann machen wir einen Bahnhof, also Bushaltestelle eher. So, dann machen wir schon hier oben, machen wir, ja, hier ist auch eine Stadt, machen wir hier hin. Und ja, hier unten. Also diesen Einblende, also diese Einblendung ist ja nicht unbedingt so korrekt, weil die Leute ja auch nicht unbedingt so viel fahren wollen. Und deshalb könnt ihr da relativ gut mehrere Bushaltestellen schon machen, damit ihr auch also Leute haben, die fahren. Sonst habt ihr keine Leute, die fahren, zum Beispiel am Anfang bei kleinen Dörfern. Ja. Und später eventuell zu viel oder an einer Haltestelle und das ist ja nicht so gut. Also, wir fangen beim Bahnhof an. Uhrzeigersinn heißt hier
durch. Und dann hier wieder zwei, also zweimal. Und das ist jetzt der Bus. Ja, dann machen wir doch wieder die Stadt zuerst. Bus. So. Ortsbus habe ich für immer geschrieben, aber Bus reicht ja. Der andere ist ja eher der Fernbus. Genau. Ah ja, wir sind noch ein bisschen Gummi geben. So jetzt. Okay, ja, kurz geruckelt. Also, dann haben wir, ja, müssen wir die Busse noch machen. Denke ich mal, 3 reicht für dieses Dorf. Und dann hier auch noch kurz. Was habe ich jetzt gerade kurz? Ein bisschen Lecks. Okay, es geht komisch. Ist wahrscheinlich die Engine, die gerade so ein bisschen arbeitet. Das ist auf die rechte Seite. Dann haben wir mal hier einen. Das ist eine tolle Stadt, also die ist schon ein größeres Dorf und ziemlich ja, gut. So, also einmal, zweimal, dreimal, 4, 5. So, und das ist Old Bus. Gut. Dann haben wir da auch, jetzt können wir auch noch 3 Busse nochmals. Ich mache 4. Hier mache ich 4. Ist ein bisschen größer. Ja, genau. So, jetzt hoffen wir einfach, dass jetzt nicht die Busse zu leer sind oder zu voll. Oh, wir wenden schon hier. Gut, vielleicht noch zum Wenden. Dann mal kurz eine Seitenstraße. So. Eventuell können sie nicht wenden. Und hier zum Beispiel auch noch. So. Also. Straßenbahn möchte ich auch so bald wie möglich machen. Ich möchte auch kurz hier noch die Straße. Jo. Hier müssen wir fast schon Buslinie machen oder Straßenbahn. Ich weiß es nicht genau. Straßenbahnen sind halt für längere Touren ein bisschen zu teuer noch. Eins und zwei oder was? Oder I und Doppel-I. Ja, machen wir eine Buslinie. Machen wir einfach für den Anfang eine Buslinie, später müssen wir es halt ein bisschen ausbauen. Aber nicht schlecht, also mir gefällt die Maps sehr. Ja, dann muss ich fast hier auch nochmal so eine Haltestelle machen. Kann man das gerade verbinden? Ja, es ist ein bisschen teuer, aber ich habe noch genügend Geld. Und dann machen wir hier auch noch ein Depot. Und für hier. Ja, machen wir hier einfach ein Depot hier hin. So. Müssen wir ein bisschen schauen, wie wir das machen. Ihr dürft gerne immer wieder sagen, was nicht okay ist, was okay ist. Was ihr denn gerne haben wollt. Und ja, es ist natürlich nicht immer so leicht zum Spielen. Das ist aber auch gut so. Müssen wir natürlich ein bisschen schauen, dass wir da zusammen noch ein bisschen alles verbessern kann. Wie bei den anderen Livestream und Let's Playern auch gut gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch bei mir ein bisschen seid. Und ich schätze es sehr. Also es ist immer toll. Also es gibt momentan nicht mehr so viele Leute, die aktiv irgendwie mit kommentieren und mich auch ein bisschen, ja, also ein bisschen so, oder nur so, komm, so, die Haltestelle hat nämlich schon 3, also, dann müssen wir kurz schauen, Angel Old Bus, so, genau, nochmals ein bisschen mehr.
Jetzt haben wir die hier wahrscheinlich eine noch zu viel. Okay. Wir haben vier hier. Ich denke, einen machen wir noch auf die andere Strecke. So, dann schauen wir noch ein bisschen zu. Schauen wir vor allem, was der Zug jetzt meint. Macht er Minus? Er macht noch Minus natürlich. Aber das sollte eigentlich jetzt aufgehen, wenn die Busse auch dorthin gefahren sind. Die müssen ja die Leute holen, zum Beispiel hier. Die wollen sicher jetzt Kirchgasse. Was ist die Kirche? Das ist die Blumenstraße. Damit wollen 20 hin. Okay. Und die Kirchstraße ist die. Nein. Wo ist die Kirchstraße? Ah, hier. Okay. Vielleicht dann doch nochmals gegen Uhrzeigersinn eine Strecke machen. Und zwar. Gut. Also das ist Ost-R-Bus G. Mach ich aber klein. So. Und da muss ich jetzt auch mindestens mal zwei. So, und ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fahrzeuge. Ich will ja nicht ins Minus kommen oder so. Allzu viel Geld gebe ich jetzt noch nicht aus. Ja, müssen wir mal schauen. Also gegen heißt hier oben durch. So. Es ist sehr gut gemacht. Ich liebe das Spiel, dass es einfach so gut geht. Das ist Old Bus G. Es geht einfach sehr gut. Eben die Performance ist nicht immer so gut, je nach Map. Aber dafür, ja, ruckelt es dann auch nicht, wenn man sehr viel macht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel gigantische Städte oder so, es ruckelt nicht viel mehr. Auf guten PCs. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es auf, ja, weiß nicht, so 10 bis 20 Jahre alten PCs läuft dann. Aber ich habe bisher jetzt nie so gesagt, ja, mir ruckelt das jetzt zu viel oder so. Es ist einfach manchmal langsam im Laden, vor allem wenn man so Bahnhöfe platziert oder Flughäfen. Es ladet einfach langsam manchmal. Oder wenn man jetzt gerade sehr schnell reist, das jetzt gerade nicht mehr. Aber vorher gab es einfach so einen kurzen Ladeleck und alles andere läuft immer flüssig. Das ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie so Probleme hat damit. Ja, wir haben jetzt hier schon mal angefangen, aber wir haben noch gar keine Industrie gemacht. Das haben wir auch noch nicht so angeschaut, weil ich einfach mal dachte, ich mache mal zuerst ja, zwei oder drei Städte gut. Ja. Und jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Brot. Was ist der Anfang hier? Ist auf der anderen Seite. Da kommt man gar nicht gut hin. Dann mache ich das hier. So. Ja, ich kann es nicht mit dem Zug machen, sonst hätte ich mit dem Zug das gemacht. Güterzug. Nein, nicht dein Ernst. Ich habe das Falsche ausgewählt. Ich dachte schon, sie sehen die so komisch aus. Ich muss die nehmen. Wenn man einfach einige Zeit lang nicht gespielt hat. Ah, oh, jetzt ist nicht verbunden. Ja, ich habe ein paar Tage Probleme gehabt mit dem PC, mit der Festplatte. Musste alles wieder neu aufsetzen. Hat mich ein bisschen angeschissen. Aber gut. Jetzt bin ich ja wieder da und jetzt mache ich dafür auch mehr Videos. Als Gegenleistung. Für mein Verbrechen, meine Festplatte. Ja. Aber so ist es. So, ich muss von hier nach hier. Nach hier. Und zwar Brot für Oster. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Jetzt können wir da schon ein paar Fuhrwerke machen. Werden wir aber dann ersetzen, ja. Sobald wir haben. Schulweg, Passagierstation kann ich von Güter. Was Passagierstation? Hä, das habe ich doch gar nicht ausgewählt.
Jetzt habe ich da ein bisschen Probleme. Nee, ich habe das ausgewählt. Ich habe doch hier geklickt. Das Symbol nicht richtig erkannt, welches was ist. Okay. Jo, und hier warten sehr viele Leute. Wieso? Weil die Station einfach so mega gut gelegen ist. Wir wollen alle nach Blumenstraße. Wir wollen auch auf den Zug. Jo, wir machen noch ein bisschen Minus. Der Zug läuft leider auch noch nicht so gut. Also jetzt momentan, aber er hat einfach zu viele Dinge. Ich muss unbedingt das restliche Geld zurückzahlen, weil ich nicht so viel Ausgaben habe. Dass der Zug wenigstens das Geld gibt. So, was ist jetzt mit euch? Wieso gebt ihr nicht so viel Geld? Ihr gebt ja Geld. Was ist einfach langsam ein bisschen schwer geworden? Der Entwickler, ich weiß nicht, ob er übertreibt oder so, aber es war mir anfangs, als das Spiel rauskam, bequemer mal ein bisschen weniger effizient zu bauen. Aber der Entwickler will scheinbar auch die ganze Zeit, dass die Spieler gefordert werden. Und ja, das ist halt ein bisschen dumm. Wenn man dann schön bauen will, also eine schöne Map haben will. Ich will lieber ein bisschen künstlerisch sein. Ein bisschen wirklich alles schön designen. Auch mehr von diesen Tools, Assets und so hätte. Ohne Mods. Als irgendwelche Performance, also nein, ja, Performance schon auch, aber Balancing-Sachen. Aber der Entwickler patcht hat, er hat glaube ich erst kürzlich wieder einen Patch rausgehauen, das ist ein Hotfix. Er kann seine Zeit Balancing umhauen. Ich hab's einfach nicht so gerne, oder? Ja. Die machen wahrscheinlich auch noch Minus. Ja. Ja. So ein Mist. Okay, nur einer. Vielleicht ist einer zu viel oder hat er einfach keine Person mitgenommen. Der macht jetzt Plus. Ja? Und die halten ein bisschen dort. Ich hoffe, es geht nicht sofort Stau. Ja, jetzt warten wir einfach bis wieder ein bisschen. Ja, um 53, ja. Ist noch ein bisschen früh, hä? Hm. So, oh wow. Da macht doch viel Plus. Die Vögel. Sind die jetzt von oben runtergekommen oder sind die durch den Berg geflogen? Sieht so aus, als würden die durch den Berg geflogen sein. Aber die machen wahrscheinlich auch ihre Höhenunterschiede. Ja genau, sie kommen runter, seht ihr. Ja, sie kommen runter. Bei so anderen Spielen ist es manchmal einfach so gewesen, dass die Vögel immer so ein bisschen über den Boden geflogen sind, aber dann irgendwann mal irgendwie reingeglitscht sind in die Map. Aber das ist in diesem Spiel zum Beispiel nicht. Oh, eine schöne Brücke. Jo. Also, sollte eigentlich jetzt bald mit den Einnahmen besser werden. Ist halt jetzt einfach wegen dem Darlehen zurückzahlen so hoch. Ja. Ist alles plus, also funktioniert alles so gut. Es geht. Sonst müssen wir den Zug noch erweitern. Eine Bahnlinie mehr machen, also eine Station mehr. Aber es gibt halt nicht so die Städte hier in der Nähe. Hm. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir das sehen, ob es besser geht oder nicht. Und der will ja unbedingt Old Bus. Habe ich da nicht jetzt gerade einen verkauft oder ist der auf der Gegenseite? Ich muss mal kurz die Sachen anschauen, wenn ich das sicher bin. Also nenne ich Old Bus G. Ja, die Gegenfahrseite, die ist jetzt noch nicht so beliebt. Also die macht noch nicht so viel Geld. Hm. Da könnte ich eigentlich noch mal so einen Bus hin tun. Was machen die? Minus. Ja, seht ihr. Also Busse machen manchmal Minus. Hm, das ist einfach, weil die Map jetzt natürlich ein bisschen schwerer ist. Okay, jetzt macht er die Plus. Also, was ich ein bisschen kritisiere an diesem Spiel, ist einfach, dass die monatlichen Kosten so ein bisschen zu schnell hintereinander sind. Sie müssten fast die Monate viel länger machen. Ja. Eine Möglichkeit geben, die Monate irgendwie so doppelt oder dreifach so viel zu machen.
ohne dass man da also nicht das Verändern der Schnelligkeit, sondern der Monate verlängern kann. Sonst hat man immer Geldprobleme am Anfang. Ja. Und das Autosave kann ich immer ein bisschen kürzer machen. Ja, ein bisschen länger. ja. 30. Also dann haben wir 5. Set. Jo. Okay. Also. Eben die da. Machen gut geht. Für den Anfang 1400 relativ gut. Der ist schon länger auf der Achse und macht wieder ein bisschen Minus. Dann muss ich fast richtigen Pinnewitz. Das ist ein mega Berg hier. Waren auch nicht so viele Leute. Ich muss das machen, das habe ich, da habe ich noch genug Geld, denke ich mal. Bevor wir da bankrott werden. Ja. Also. Penne Arrabbiata. Nicht so getroffen. Ah. So, dann muss ich auch noch von hier nach hier machen. Und das ist Penne Osterbus. Sehr gut. Also. Okay, jetzt haben wir schon recht viele Stationen. Hier haben wir auch noch ein Dorf. Sölden ist eigentlich ja nicht so gut gelegen, um dann weiterzukommen. Es könnte sein, dass wir jetzt ins Minus kommen kurz. Da unten ist auch kein Dorf. Wenn hier ein Dorf wäre, oh. Ja, Schiffe sind noch nicht gut genug, kosten ein bisschen zu viel. Ja, hier wäre das nächste, denke ich mal, gut. Hier durch den Berg können wir dann auch irgendwann mal locker. Oder von hier, Schneeger. Ja, ist eine harte Map. Aber das schaffen wir schon. Jetzt müssen wir aber noch kurz ein bisschen Geduld haben, dann würden wir Geld bekommen. Und ja, eventuell müssen wir ach, das ist ein Mist, dass hier nicht so viele fahren. Wir müssen den Output hier. Wir müssen mehr Fahrzeuge. Ne? Ja, ich wage es jetzt mal mit 2. So, was wir auch noch machen müssen, ist hier alle auswählen, Betriebskosten. Jetzt haben wir noch mehr Ausgaben. wenn man liest Einnahmen und man will Ausgaben sagen, oh je, bin ich nicht so gut in dem. So. Also der Zug macht kein Minus mehr. Okay, knapp. Ja, es ist eben manchmal auch ein bisschen zu lange, wie der Zug fährt. Also die Strecke sieht kurz aus, aber das Spiel will nicht so gut das einfach managen, oder? Es waren echt ein bisschen zu wenig Leute mit dem Zug. Ja, sonst müssen wir das halt anders planen. Ja.
so kommen wir jetzt auch nicht gerade so gut weiter. Wir machen ein bisschen zu wenig plus mit dem Zug. Und die Fahrzeuge machen nicht immer. Oder weil die Stationen vielleicht ein bisschen zu eng aneinander sind, fahren nicht so viele Leute mit, nur an einer bestimmten Zeit, also von hier nach hier. Und dadurch nehmen die auch nicht so viel ein. Gut zu wissen. Die verdienen halt auch wirklich gar nichts, machen auch eher Minus. Bisschen schwer, oder? Weil das Spiel einfach nicht gerade so gemacht ist für so schwere Maps. Ich habe ja immer eigentlich relativ wenig Probleme dann gehabt. Aber einfach der Start ist immer sehr schwierig. Beim letzten Mal im Livestream, das war so Anfang April, habe ich ja so eine Canyon Map gemacht. Und dort hatte ich extrem viel Geld plötzlich. Aber eventuell müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis wir dann wissen, eine Größe. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen schneller. So. Sonst haben wir nichts zu tun und. Ja. Ja, und dann machen wir noch ein Darlehen, damit wir nicht ins Minus kommen. So. Und dann sollten mit den neuen Fahrzeugen dann alles gut klappen. Also einfach bis die Kutschen. Die Kutschen sind so unglaublich ineffizient. Ah. Ich finde die Map so geil. Die Stadt namens Seslabin. Beats. Oder Beats. Hartensdorf. Okay. Ich habe schon Kneimberg zuerst gelesen. Okay. Manche sind auch Städte, die einfach ein bisschen anders heißen, als es in Deutschland gibt. Ja. Also die könnten auch Brot vertragen. Ich habe ein bisschen Geld verdient, jetzt verdiene ich Geld plötzlich. Wieso verdiene ich jetzt Geld? Weil der Zug besser läuft. Ein bisschen. Okay, sehr gut. Also vielleicht einfach, weil... Nein, nein, die sind unterwegs momentan. Also, Old Bus, ja. In der Buslinie, ja, hier. Also schon immer noch genug Leute. Aber nehmen die Leute auch gut weg von dieser Bushaltestelle. Gut. Ja, was machen wir mit diesem Öl da? Das ist ganz normal, eine Ölquelle. Normales Rohöl. Gehört hier hoch. Und dann sehe ich jetzt gerade keinen Tropfen da unten wieder. Ja, dann wäre die hier ganz gut. Also Öl, Treibstoff bis hierhin wäre auch gut. Ja, das müssen wir halt meistens mit Bussen machen. Ja, also mit Lastwagen manchmal. Okay, da haben wir keinen Steinbruch. Von hier bis dorthin oder so. Bis hierhin. Das ist ein bisschen weiter. Jo. Kann echt schwer werden, aber ich finde genau das brauche ich jetzt momentan. Ein bisschen dieses Knabbern. Bis man eine gute Lösung und so hat. Ja, Werkzeuge braucht niemand. Maschinen braucht niemand. Werkzeuge brauchten die hier oben zwei. Und das haben wir gerade. Ah, hier. Okay. Wo
von hier nach hier nach hier. Haben wir hier irgendwo einen Holzfäller? Nee. Also von hier nach hier. Keine Werkzeuge, sonst hier. Also hier machen wir dann noch ein paar mehr von den Wegen. Geht ja relativ gut da drunter. Ja, machen wir so einen Weg hier durch. So, der Bauersieg ist da. Sehr gut. Bayern ist auch. Die Bayern. Okay, langsam gibt's Geld. Also es hat uns einfach an Bossen ein bisschen gefehlt. Ich habe ein bisschen zu viel gedacht da. Es wird ja nicht effizient sein. Aber es ist doch mehr nötig langsam. Ich habe ein bisschen zu wenig schnell reagiert, denke ich, aber wir sind auf die Lösung gekommen. Ja, prima. Also, wenn wir jetzt dann wieder die Phase haben, wo wir Geld verdienen, ist gut. Ich hätte gerne die Buße. Den ersten Buß hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Wie viel gehen hier runter? Nur 6, nur 8. Aber hier unten waren viele. Müsste irgendwie was soll ich jetzt gerade machen? Was ist denn hier? Old Bus G. Okay, dann brauche ich mindestens ein oder zwei von denen. Ja, einen sicher mal noch bei Old Bus. Und dann machen wir noch zwei auf den Oldbus. So, an den Oldbus. So. Mal gucken. Und ja, ich traue mich jetzt gerade gar nicht so sehr, noch mehr Busse irgendwo hinzupacken. Genau, Oldbus G, da könnte ich doch noch einen Bus mehr nehmen. Hier sind auch schon 11 Leute, also machen wir noch einen Oldbus G. Und dann sollte das eigentlich laufen. Und wenn die Städte jetzt noch ein bisschen größer werden, mache ich mal die Straßenbahn. Das Problem ist, bei einer Straßenbahn ist einfach, jo, wir tun sozusagen den Bus ineffizient machen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Straßenbahn machen kann, dann mache ich einfach hier Straßenbahn, hier die Haltestelle oder so und dann hier rüber und hier die Haltestelle, so viel wie möglich abgedeckt ist in kürzester Zeit. Das ist die Schnelllinie und so die größeren Linien, weil da wollen ja auch Leute einsteigen und wenn das nicht am Tram ist, können die nicht einsteigen und müssen hier vorne hinlaufen, dass die einfach Verteiler sind, die Busse, oder? Vor allem auch in den anderen Städten zum Einsatz kommen dann später, wenn sie nicht veraltet sind. Aber was ich eigentlich machen will, ist nicht allzu schnell in die Zukunft kommen. Ich will also mindestens, wenn wir die ersten Busse haben, schon mal ein bisschen Pause machen und die Busse alle ein bisschen ausbauen. Und dann können wir immer noch relativ schnell dann auch wieder hochgehen, wenn wir dann fertig sind. Also machen wir immer so ein bisschen eine Challenge, oder? Also, dass wir einfach an einer bestimmten Zeitzone wirklich länger Zeit verbringen, bis wir mehr gebaut haben in dieser Zeitzone. Dass wir dann am Schluss in der Moderne sind und dort einfach auch ein bisschen bauen können und alte Fahrzeuge natürlich auch verwenden können noch. Da habe ich einfach das mit dem Cheats-Zeugs noch angemacht, oder? Wir müssen es ja nicht verwenden können. So, als nächstes können wir sicher auch hier mal noch ein bisschen etwas verbinden, eine Zuglinie machen, sogar hier hin, sogar noch nach Ravensberg.
Und hier die Zuglinie sogar hier hin machen. Und dann so außen herum. Muss ich einfach den Bahnhof ein bisschen weit weg haben, dass ich so rumkomme. Wir werden sicher das finden, gell? Also, dann haben wir ja schon ziemlich lange, 35 Minuten. Dankeschön fürs Zusehen. Und eben, schreibt in die Kommentare, was ihr so wünscht und wie wir es umsetzen sollen. Gebt mir Tipps. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen, ja, froh, dass es gut geht, aber wir machen noch was. Ja. Also, dann machen wir doch mal, jo. Was machen wir? Wir machen Poster K1, also K1. So. Wie in Oster gestanden sind. Osterheber. Osterheber. So, also. Ja, tolles Spiel. Ein bisschen doof mit den Finanzen, aber das werden wir schon lösen. Und genau. Bis zum nächsten Part, der kommt morgen. Tschüss.